Hoi Ninjas, heute kurz und knapp, wir gehen über alle Waffen, wir kategorieren sie in ihre Stärke, ihre Nützlichkeit, wir machen eine klassische Tierlist. Allerdings gebe ich meine Meinung dazu und ich wiederhole hier eindeutig, das ist meine Meinung, basierend auf meiner Erfahrung und meinem Wissensstand. Zudem blende ich natürlich auch immer wieder Beispiele ein, damit ihr auch einen gewissen Mehrwert habt. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. Zuallererst wollte ich eine PvP- und PvE-Liste machen. Allerdings gibt es faktisch kein PvP im Spiel. Bei der Halsabschneiderjagd fahren die Gegner einfach nur davon und man jagt sie einfach nur, beziehungsweise man fährt selber davon. Dies ist für mich nicht wirklich eine PvP-Herausforderung. Das gleiche zählt für die Ruderwette. Gebietsübernahmen liefen die Spieler aktuell sofort, sobald man auch nur beitritt und somit hat man auch da nur einen PvE-Kampf. Ich fahre seit Tagen immer mit Open PvP herum. Ubisoft meinte, dass Spieler grundsätzlich miteinander gematcht werden, die öfter PvP anhaben. Zu wirklich einer PvP-Aktion kamst du dadurch leider nie. Aus diesem Grund mache ich nur eine reine PvE-Waffentierlist mit Erklärungen und Beispielen. Und da sind wir auch schon. Wir fangen ganz normal an. Die Liste geht über S, absolut OP zu D, am besten nicht nutzen, erstmal vergessen. Und deswegen fange ich direkt mal an mit dem blauen Geist. Ist für mich eindeutig C-Tier. Er ist nicht komplett nutzlos. Er sieht zwar gut aus, er macht moderaten Schaden, die Reichweite ist allerdings absolut schlecht. Dazu kommt, dass man während des Schießens kann man weder in Deckung gehen noch andere Waffen benutzen. Weiter geht's. Für mich ist die Brandbombarde ein B-Tier. Wenn es noch was dazwischen gäbe, zwischen A und B, würde ich es wahrscheinlich dazwischen packen. Aber so einfach nur auf B. Guter Schaden. Hoher Feuerschaden, gute Synergien dadurch. Nachteil für viele ist, dass man erstmal lernen muss, damit zu aimen. Und weiterer Nachteil ist eindeutig die Gesamtstärke. Die Karonaden waren ursprünglich bei mir ein C und ein D-Tier. Mittlerweile absolutes A-Tier. Für mich einer der besten Waffen im gesamten Spiel. Überflutungsschaden ist sehr hoch, sie verursacht mehr Schaden gegen Überflutungsschaden. Sie wäre für mich S-Tier, wenn sie auch noch zusätzlich Schwachstellenschaden erhöht hat, also Durchbruchschaden. Dadurch hätte sie noch mehr Synergien, zum Beispiel mit Skorlax Lang 9ern, die hier gerade komplett in der Liste fehlen. Die enden wir nachher gleich noch. Auf jeden Fall sind die Karonaden für mich einer der stärksten Waffen für die Breitseite, sowohl im PvE als auch PvP. Chinesisches Feuer, es ist eine Deckbewaffnung, dadurch musste ich sie auch vergleichbar machen mit den Decks, das heißt mit dem Leopard, Le Fleu und mit den Mörsern. Und aus diesem Grund geht es einfach in den C-Tier. Ich war kurz in Überlegen, ob ich es in D-Tier packe, allerdings die Zielfunktion hat sich verbessert, aber ansonsten macht sie kaum Bonusschaden außer Feuer und erhöhten Schaden gegen Gebäude. Gebäudeschaden ist im Prinzip irrelevant in diesem Spiel, dennoch C-Tier. Die Dananellen-Artillerie, ich packe sie auf E-Tier. Allerdings würde ich sie eher zwischen A und B packen oder die Karonaden zwischen S und A. Weil die Dananellen-Artillerie, sie macht guten Explosionsschaden, hat allerdings leider keinen Feuerschaden. Wenn sie Feuerschaden hätte, noch on top, wäre sie definitiv S-Tier. Ohne Frage. Sie schießt alle Kanonen gleichzeitig. Das gibt einem die Option, auf andere Sachen zu achten. Man schießt schnell, blockt. Perfekt für eine Schnauze zum Beispiel. Super Waffe, auch hier muss man wieder lernen, wie man mit ihr genau zielt. Doppelwindenballista. Hätte ich vor nicht allzu langer Zeit auf D-Tier gepackt. Jetzt allerdings würde ich sie auf C-Tier packen. Noch vor der blauen Ballista. Vor dem blauen Geist. Eine gute Range. Ich packe sie doch erstmal auf B-Tier. Sie ist doch besser zu nutzen. Sie hat einen hohen Gearscore. Auch hier muss man lange aufladen, bevor man den Schaden machen kann. Ihr Hauptargument ist eigentlich Schaden gegen Fort.
Da habe ich schon beim chinesischen Feuer gesagt, dass das eigentlich irrelevant ist. Allerdings kann man das aus einer wesentlich höheren Reichweite machen und es gibt auch Synergien mit der Ausguckstation. Von daher würde ich eher noch auf B-Tier. So, Le Fleur. Auf die A. Muss das Ganze ja vergleichen. Ich kann das ja nicht mit der Karonade vermessen. Würde ich eine Karonade oder eine Le Fleur nehmen, dann würde ich immer die Karonade wählen. Aber es ist ja, geht ja nur um die Deckbewaffnung und da muss ich nicht zwischen den beiden wählen. So, dann sind wir beim Leopold. Leopold im PvE ist S-Tier. Meistens Schaden, Feuerschaden. Hat alles, was man braucht. Vorteil bei Mörsern, so wie bei Le Fleur im Vergleich zum chinesischen Feuer ist. Man kann auch einfach gedrückt halten, einfach nur, auch wenn es beim Nachladen ist, um einfach nur einen Überblick über die Situation zu kriegen. S-Tier. Moss Meng. Schlechte Zugkurve. Langsames Projektil. Und macht eigentlich nur Schaden gegen Gebäude und die Reichweite ist absolut bescheiden. Und man muss mit ihr extra Zielen üben. Selbst wenn man mit Bombarden schon gut umgehen kann, muss man es mit der Moss Meng neu lernen. B-Tier. Am liebsten noch weiter unten. Mörser. Mörser für mich immer noch besser als das chinesische Feuer. Einfach nur wegen der Gesamtübersicht, die man haben kann. Deswegen der Mörser 3. Natürlich schlechter als Leopold und Le Fleur. Aber immer noch besser als das chinesische Feuer. Reparaturbombarden. Das ist jetzt interessant. Vergleiche ich die Reparaturwaffen miteinander? Oder hätte ich lieber Damage an der Seite? Selbst wenn ich ein dedicated Supporter wäre, würde ich nicht die Reparaturbombarden an den Seiten nehmen. Und so viel Heilung ist meistens auch ein Overkill. Aus diesem Grund ins B-Tier. Zudem muss man auch natürlich wieder lernen zu zielen. Der Verbündete ist schnell unterwegs und das Projektil ist so schnell, dass der Verbündete nicht extra reinfahren kann. Schon ziemlich blöd einzusetzen. Reparaturmörser S-Tier. Dieser Reparaturmörser kann deine Schiffs-HP direkt auffüllen. Du bist fast tot zu fast voll. Der Cooldown ist zwar etwas länger, aber derjenige, der ihn benutzt, kann weiterhin nützlich im Kampf sein. Gepaart vielleicht das Ganze auch, wenn er sagt, ich will Supporter, Full Support spielen. Nicht mit den Reparaturbombarden, sondern vielleicht Brandbombarden. Einfach nur, um Feuerschaden zu verursachen. Mit dieser Buke mehr Schaden macht. Oder die langen Neuner dabei, um Segel zu zerstören. Das würde ich eher als Support ansehen, als wenn man noch zusätzlich Reparaturbombarden dabei hat. Torpedos werden abgefangen von Verbündeten im Massenkampf, können keine Gebäude damagen, der Schaden ist nicht viel höher als mit Kanonen und die Trefferwahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer. Zudem muss man auch eine gewisse Reichweite entfernt sein, bevor sie überhaupt anständigen Schaden machen können. Ich habe sie aus Spaß ein paar Mal benutzt, aber auch das hier ist wie gesagt eine PvE-Tierliste. Aus diesem Grund geht es auf C-Tier. Ansonsten auf einer PvP-Tierlist wäre es ganz rausgefallen. Wahrscheinlich D-Tier, also definitiv D-Tier. Sammer. Rein theoretisch müsste ich zwischen S und A ein weiteres Tier packen, wo ich die beiden Waffen reinpacke. Karonaden und Sammer. Beide machen im Prinzip das Gleiche. Sie wollen den Gegner mit einem Status-Effekt belegen. In dem Fall von der Sammer Feuer bzw. Brand. Bei den Karonaden Überflutung. Die Sama macht sehr viel Schaden im Nahkampf, allerdings nur im Nahkampf. Aus dem Grund nicht S, sondern A-Tier. Eine absolut starke Waffe im PvP. Auf jeden Fall sehr stark. Aber es gibt eine Waffe, die noch wesentlich stärker ist. Und deswegen packe ich die beiden Waffen nicht ins S-Tier, sondern ins A-Tier. Denn die einzigste Waffe, man kann Segel in kürzester Zeit damit zerstören. Und immer wenn man die Segel zerstört, direkt 7000 Flat Damage, egal welche Panzerung der Gegner anhat. Dazu muss ich natürlich sagen, ich benutze sie nur an Front und an Heck. Ich habe jetzt hier gerade kein Symbol drin für die Skylux Longliner, habe ich aus irgendeinem Grund vergessen. Die Tierlist könnt ihr später downloaden, da wird Skylux Longliner definitiv drin sein. Allerdings haben wir hier eine wichtige Waffe noch vergessen. Natürlich muss man jetzt immer nach Schiffstyp gehen und aus diesem Grund muss diese Waffe definitiv ins S-Tier. Und zwar der Speer. Die beste Waffe für die DAO. Wenn ihr natürlich eine bessere Waffe für die DAO habt, könnt ihr auch das in den Kommentaren erwähnen.
Jetzt habt ihr eigentlich nur eine Wahl. Entweder ihr seid meiner Meinung oder ihr seid nicht meiner Meinung. Also abonniert den Kanal oder hinterlasst einen Kommentar. Ich bin DJ und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. Don't forget, we are the Shadow.